Hallo liebe Freunde der gepflegten Videospielunterhaltung, ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu A New Beginning. Ja, kurze Zusammenfassung, was ist zuletzt geschehen? Wir sind auf der Konferenz in Oslo angekommen, also das ist in Oslo, das sieht man an einigen Schildern, die im Gebäude zu finden sind, das kann ich ja nachher nochmal kurz zeigen. Und das ist so, der Punkt, dass wir verhindern müssen, dass dieser Dr. Brown sich, den wir in der letzten Folge noch gesehen haben, dass der sich dafür diese Kraftwerke ausspricht. Und dazu müssen wir, um ihn zu überzeugen, den Salvador ins Gebäude locken. Problem ist, um Salvador ins Gebäude zu locken, müssen wir die Shots öffnen, denn er kann nicht einfach an Türsteher vorbei. So, deswegen. Gucken wir mal, vielleicht können wir ihn ja mal drauf ansprechen, was da vorgefallen ist. Vielleicht sagt er, gibt es ja eine Gesprächsoption. Karlschlag? Ihr glaubt wohl, ich verstehe nicht, worauf ihr anspielt. Findet ihr das etwa witzig? Das ist eine vererbte Krankheit. Wenn ihr nicht sofort aufhört, lasse ich den Platz räumen. Wir haben ein Recht auf freie Meinungsäußerung. Genau. Du Fascho. Schnauze, ihr Körnerfresser, oder ich zeig euch, was Karlschlag ist. Ach ja? Dann komm doch her, wenn du dich traust. Wisst ihr was? Das mache ich, wenn ihr nicht sofort aufhört. Okay. Er ist zu beschäftigt. Ich lasse ihn besser in Ruhe. In welches Gesicht man auch schaut, man sieht in jedem nur noch Wut. Okay. Ich weiß nicht, hat das jetzt was gebracht? Sind die jetzt wütend? Der scheint auch woanders hinzuschauen. Er scheint mich nicht mehr wahrzunehmen. Da muss man gleich mal testen. Fassen Sie das bloß nicht an, sonst bekomme ich noch Ärger. Wenn Sie die Shots öffnen, kriechen am Ende noch Demonstranten in die Lüftungsschächte. Diese Chaoten sind doch zu allem fähig. Ach du meine Güte. Warum sind denn die plötzlich so aggressiv? Oh nein, kommt nicht weiter in Richtung Tiefgarage. Bleibt weg. Bleib bloß weg. Egal, wir haben die Schüssel. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich dachte, wir können mal mit dem vielleicht drüber reden, über Salvador. Kein Mal am Ringball! Stopp den Karlschlag! So ein Stuss. Okay. Wo müssen wir lang? Hier. Jetzt stellt sich mir, welche Frage, welches Auto ist. Was ist da eigentlich fürs Auto, wa? Oh je. Das sieht aber kompliziert aus da drin. Wozu wohl all diese Schalter und Hebel da sind? So, jetzt ist es wieder abgeschlossen. Mal sehen, was passiert, wenn ich diesen Hebel... Oh, das war wohl der Selbstzerstörungsmechanismus. Das ist eigentlich Quatsch. Also ich meine, muss ich erinnern, schon an ein Fahrersatzding sitzen. Dieses Ding wird die Umwelt nie wieder verpesten. Okay. Das fährt nirgendwo mehr hin. Okay. Irgendwie kann einem der Beleuchter zum Teil ein bisschen leid tun. Ich meine, klar, sein Auto war vielleicht nicht gerade umweltfreundlich, aber... Tja, das ist schon ein bisschen herb.
Okay. Jetzt sollten die Shots auf sein. Salvador! Salvador, bitte kommen! Die Shots sind jetzt auf. Du kannst jetzt rein. Ich hoffe mal, das war ein Zu-Befehl, Faye. Wir sehen uns dann gleich drin. Damit kann ich die Belüftungsshots am Eingang öffnen und schließen. Sollten wir gleich noch das Video in den Videorekorder reinhauen? Das Video so ohne Kommentar zu zeigen, wird keine große Wirkung haben. Aber ich behalte die Idee mal im Hinterkopf. Für später. Ich will auf den Monitor schauen, ist der da jetzt da unten bei seinem Auto? Die Dreckschleuder ist kaputt. Die Dreckschleuder ist kaputt. Nein, ich zeige auf den anderen. Die Dreckschleuder ist kaputt. Hallo. Ah, Sie schon wieder. Was wollen Sie? Ich muss weiter. Bis später. Nehmen Sie sich am besten noch ein Häppchen mit. Es lohnt sich. Schön. Hey! Ah, da bist du. Wo ist dieser Dr. Brown? Der steht immer noch am Buffet. Als wäre er festgewachsen. Die Wachen dürfen mich nicht sehen, also bring ihn am besten hierher. Und wie soll ich das anstellen? Keine Ahnung, lass dir was einfallen. Ha, toller Plan. Aber als erstes öffnen wir mal den Schrank. Orangensaft. Nehmen wir mal. Können wir hier noch was einsammeln? Ich habe so grob eine Idee. Sprechen wir ihn erstmal normal an. Ich glaube nicht, dass er darauf reagiert. Ich denke mal, hallo. Ah, Sie schon wieder. Was wollen Sie? Kannst du kurz mitkommen? Ein Freund von mir würde gern mal mit dir sprechen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich Ihnen gestattet hatte, mich zu duzen. Und nein, ich kann hier jetzt nicht weg. Mein Vortrag beginnt demnächst. Das Essen sieht wirklich lecker aus. Es sieht nicht nur so aus, es schmeckt auch. Probieren Sie mal. Kein Vergleich zu dem Fraß, den andere Konferenzen manchmal anbieten. Und vor allem nicht zu stark gewürzt. Das kann ich gar nicht leiden. Ich muss weiter. Nehmen Sie sich am besten... Was? Da gab es ja noch eine... Da war jemand. Hallo. Was hast du denn gegen stark gewürztes Essen? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich Ihnen gestattet hatte, mich zu duzen. Was Ihre Frage angeht, ich vertrage einfach keine starken Gewürze. Meine Schleimhäute sind da sehr empfindlich und... Ja. Das war jetzt mehr, als ich wissen wollte. Ich muss weiter. Nehmen Sie sich... Ja, dann haben wir... Dann habe ich ja schon eine Lösung, was wir hier machen können. Weil wir haben ja eine Gewürzmischung und der frisst ja die Häppchen. Was hast du denn? Ich meine Schleim. Ich muss weiter. Bis später. Nehmen Sie sich. Nö. Auf keinen Fall. Naja, gut nicht.
sieht lecker aus. Oh ja. Na, dann wiederholen wir das jetzt einfach nochmal. Reichen. Bis jetzt scheint aber nicht viel zu passieren. Da ist aber jemand hungrig. Hallo. Ah, Sie. Ich muss weiter. Nehmen. Nimm du da auch noch eins. Müssen wir jetzt mal langsam genug haben? Dann probieren wir es nochmal. Das Husten war, glaube ich, schon länger. Komm, nochmal. Das war's schon. Das wäre zu auffällig. Also die würde ich unter keinen Umständen mehr trinken. Das wäre zu auffällig. Nein, nein. Das überlasse ich lieber anderen. Davon habe ich bereits... Was ist denn das? Bowle, grausiges Zeug. Aber leider das Einzige, was es hier am Buffet zu trinken gibt. Vielleicht. Zum Trinken anbieten? Und dann gab ich Dr. Braun die verdorbene Bowle. Warum? Wollten Sie, dass er auf die Toilette rennt und sich übergibt? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Natürlich. Oh, ich habe vergessen, dir etwas zu erzählen. Also nochmal, Braun hustete und ich gab ihm noch nicht die Bowle. Ja, aber das ist das im Zweck der Sache, ihn auf die Toilette zu locken. Warum soll ich das jetzt nicht machen? Boah, ey. Der arme Dr. Paul, jetzt muss er noch mehr von diesen stark gewürzten Häppchen essen. Wir haben was vergessen, ich weiß, aber ich will es trotzdem mal testen. Sie haben mir immer noch nicht erklärt, warum Sie ihm die verdorbene Bowle geben wollten. Stimmt. Ich hatte vorher noch etwas anderes gemacht, aber dazu komme ich gleich. Er hat vorher noch was anderes, also fehlt noch was. Auf dem Schild sind ein Mann und eine Frau zu sehen. Könnte der Weg zu den Hygienekammern sein. Und auf dem hier? Sieht aus wie das Zeichen für eine Abstellkammer. Da bist du ja endlich. Wo ist Dr. Braun? Ich konnte ihn noch nicht hierher locken. Dann beeil dich. Du musst ihn zu mir bringen, bevor er seinen Vortrag hält. Ja, ist klar. Er sieht sehr ruhig aus. Als ob er einen Plan hätte.
Wir haben noch Orangensaft. Wir haben noch vorher was anderes gemacht. Ich glaube nicht, dass das die Lösung ist. Ach stimmt, wir haben ja nicht mehr den Orangensaft, den haben wir ja schon mit der Beule gemischt. Na. Er macht das toll. Ich wette, nicht jeder kann so eine Maschine bedienen. Gehen wir mal zum Beleuchter nochmal. Wenn er jetzt wieder da ist, oder so. Nee, so nicht. Das Video so ohne Kommentar zu zeigen, wird keine große Wirkung. Aber ich behalte die Idee mal im... Lieber nicht. Eine falsche Bewegung und die ganze Konferenz weiß, dass ich hier oben bin. Ist ja richtig. Die Dreckschleuder ist kaputt. Hab noch keinen Plan so richtig, wie wir jetzt hier vorankommen. Der Mann, bringt er uns was? Hallo. Die Welt wird bald untergehen. Manche Leute wollen einfach nicht hören. Ja. Das kann warten. Könnte der Weg zu den Hygienekammern sein? Ja, würde auch sein. Gehen wir mal runter. Dieses Ding wird die Umwelt nie wieder verpesten. Nein. Das ist ein Kartenschluss. Ich glaube, wir müssen das hier noch nicht öffnen, aber... Also hier braucht man dann eine Zugangskarte. Vorher hat sie noch was anderes gemacht. Ja, was hat denn noch Sinn, vorher jetzt zu erledigen? So richtig einen Plan habe ich jetzt noch nicht ganz irgendwie. Da ist aber jemand hungrig. Ja, der Knast und die Dinger fressen. Nee. Muss ja noch was rein? Sieht ekelhaft aus und riecht noch viel schlimmer. Warum geben wir sie ihm jetzt nicht? Wir wollen ihn ja, na gut, Richtung Toilette zumindest locken. Der ist ja in der Abstellkammer da, Salvador. Vielleicht dem Pianospieler geben. Vielleicht der Wache geben. Der Typ, dem das Auto gehört, ist einfach weg. Dem man hier geben, das ist bestimmt die Rätsellösung. Wie zu einem Schluck Bowle. Nee, der will auch nichts trinken. Aber wie gehen wir jetzt am besten vor? Ja, Geräte, alles schön und gut.
Keine Ahnung, wofür die... Nur das... Ich kann von... Ja, das ist alles schön und gut, aber so richtig raff ich das jetzt hier noch nicht. Ja, ich mache mal eine kleine Essenspause. Bis gleich.